der FPÖ, Elmar Budkorsik. Wir haben nach der Rede von Herbert Kickl in der Parlamentszeitstoppung 9 Minuten und 3 Sekunden gehabt und dann später sind 10 Minuten aufgeschieden. Diese eine Minute geht natürlich unserer Fraktion ab und ich hoffe nicht, dass das manipulativ erfolgt ist, sondern dass das nur um einen Irrtum gehandelt haben könnte. Zur Sache selbst. Wir sind hier in einem demokratischen Parlament und ich erwarte mir, dass auch ein demokratischer Diskurs erfolgen kann und dass kein Redner hier bei seinen Worten gestört wird. Und wenn wir, des Rechtspopulismus bezichtigt werden, dann ist es nichts anderes, dass wir die Sorgen und Nöte der Bevölkerung aussprechen. Wenn Sie dann glauben, dass es populistisch ist, dann stehe ich dazu. Aber wir müssen diesen Ursachen auf den Grund gehen. Und niemand hier will das erkennen. Gestern hat der ehemalige Clubobmann der SPÖ als einer wenigen Redner das durchaus erkannt. Der Kollege Chap hat genau gewusst, wo die Ursachen liegen, nämlich die Ursachen liegen in diesem Konflikt zwischen USA und Russland. Und dort haben wir den Hebel anzusetzen und dort haben wir dementsprechend auch Druck auszuüben, weil sonst werden wir dieses Problem hier in Europa niemals lösen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Illusion, dass die Europäische Union diese Flüchtlinge, die jetzt hereingekommen sind, aufteilen kann, wird nicht eintreten. Weil die Staaten, wo sie jetzt hinkommen, werden erstens einmal die Flüchtlinge nicht aufnehmen und vor allem die Flüchtlinge wollen nicht in diese Staaten gehen. Warum wollen sie nicht dorthin gehen? Nämlich, weil Staaten wie Österreich, Deutschland und Schweden mehr oder weniger einen Honeypot aufgestellt haben, einen Honigtopf. Darüber kann man jetzt diskutieren, ob das berechtigt ist oder nicht, aber es ist Fakt. Und unsere Sozialleistungen sind um ein Vielfaches höher als in diesen anderen Staaten. Und Schlepper verteilen in diesen Staaten, Türkei, Syrien, wo halt Jordanien, wo die Flüchtlingslager sind, verteilen ja dort Flugzettel, wo sinngemäß drinnen steht, kommt nach Deutschland, dort bekommt ihr 1200 Euro netto und braucht dabei nicht zu arbeiten. Ja, wer will denn dann wirklich dann sagen, ja, das will ich nicht, ja, das ist ja selbstverständlich. Und ich mache diesen Menschen keinen Vorwurf. Ich mache auch keinen Vorwurf Menschen, die sich hinstellen am Westbahnhof und dort diesen Leuten helfen wollen. Aber sie sind alle, inklusive der österreichischen Bevölkerung, Opfer des Schlepperwesens. Weil man vergisst geflissentlich, dass mit dem Schlepperwesen nach wie vor jetzt mehr verdient wird als mit dem Waffen- und Drogenhandel. Und das sollten wir auch aufzeigen. Aber leider trübt manchmal der Rausch von fernsten Liebe den Blick in die Realität. Anders kann ich es nicht sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen in einer Phase, wo die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung so weit auseinandergehen. Die Schere driftet immer mehr auseinander. Haben Sie sich darüber schon einmal Gedanken gemacht? Wir nehmen nur die Sorgen der Menschen ernst. Und mein Landtagsklub in Oberösterreich hat bereits im Mai einen Initiativantrag im Oberösterreichischen Landtag eingebracht, betreffend der Maßnahmen zur Bewältigung des Flüchtlingsansturms in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Damals wurden wir noch als Hetzer dargestellt, obwohl dann die ÖVP diesem Antrag beigetreten ist, weil sie instinktiv wahrscheinlich gespürt hat, dass da Handlungsbedarf herrscht. Ja? Meine sehr geehrten Damen und Herren, und jetzt sind wir in einer Phase, wo sogar das Eigentumsrecht in Frage gestellt wird in Europa. Die rot-grüne Regierung in Hamburg will schon bestehende leerstehende Gewerbeflächen zwangsweise zur Unterbringung konfiszieren. Wo kommen wir denn dahin? Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen,
Wir sind nicht die Hetzer von gestern. Wir sind nur die Realisten von heute. Die Freiheitlichen würden als Hetzer dargestellt sein, tatsächlich aber die Realisten von heute, wie Elmar Podgorschett von den Freiheitlichen gesagt hat. Nächste Rednerin.